Dux! Ja, Marvin Dux hat gegeben! Ja, Mann! Und jetzt, stopp! Jetzt müssen wir sehr defensiv schieben, stopp! Letzten paar Minuten halten wir noch durch. Koman, Freistoß. Wir verlieren hier verdient mit 2:1 gegen die Bayern. Und Marco Grüll wechselt genauso wie in echt zu Werder Bremen. Das ist sehr, sehr schön. Nikolai Rapp verlässt uns. Tschüss, viel Spaß. Wir holen Manuba schon direkt, dass wir einfach noch einen Rechtsverteidiger als Backup bei uns haben. Und Jung hat verlängert bei uns. Wir gewinnen mit 3:1 gegen Mainz 05. So, nun gegen Heidenheim. Wir gewinnen mit 2:0. Romano Schmid und David Kownacki machen die Tore. Wir gewinnen gegen Köln mit 2:0. Kühn? Philipp! Philipp mit seinem ersten Bundesliga-Tor! Aberkannt. Und wir gewinnen mit 3:1. Jetzt gibt uns der Vorstand sogar eine 1+, die Fans eine 1+ und die Kaderatmosphäre ist exzellent, sowie die Unterstützung für den Trainer auch gut ist. Also wirklich top alles hier. Jetzt auswärts gegen Hoffenheim und wir gewinnen mit 2:1 und sind jetzt aktuell Fünfter. Der Vierte ist Köln mit einem Punkt mehr. Nein, es regnet schon wieder rein. Stopp. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, bankroll, euro, euro, peso, peso, add it up. Wir gehen rein in die Werder-Karriere. Auf geht's. Genau, wir haben jetzt hier ein paar Probespieler. Wir haben Samuel Bamba. Lawrence kommt zu uns fürs Probetraining. Und Ezra Carrington. Wollen wir mal gucken, was sie können. Und gerade Bamba ist ja wirklich ein riesiges Talent. Mal gucken, ob der vielleicht für nächste Saison interessant werden könnte. Gerade weil Roman ja immer viel zu teuer ist mit seiner Kaufoption. Das waren ja 10,5 Millionen. Das können wir uns nicht leisten. Ezra Carrington ist wohl auch mit einem guten Potenzial ausgestattet. Er ist ein tolles Talent. Lawrence wohl eher weniger. Kelly wechselt zu uns, 52-jähriger Sportwissenschaftler und auch Irland. Das müssen wir erstmal verschieben, weil er noch einen anderen. Campos kommt noch zu uns als Spieleranalyst, weil da haben wir auch unsere ganzen freien Plätze belegt. Und Jean Campana kommt auch noch zu uns, weil wenn wir jetzt mal so durch unsere Mitarbeiterabteilung gehen, haben wir jetzt einen Sportwissenschaftler, einen Leihkoordinator haben wir jetzt noch und einen Standardtrainer. Das heißt, wir haben jeden Platz besetzt in unserem Team. Das ist sehr geil, weil somit können wir auch eine viel bessere Leistung in jeglicher Bereichen zeigen. Information zu Agu. Den neuen Vertrag, aha. Aber müssen wir halt verlängern, ne? Ist halt der beste Spieler bei uns auf rechts hinten. Leon Opitz hat verlängert um 4 Jahre. Sehr schön. Ich würde ihn trotzdessen gerne verleihen. Pieper will auch einen Vertrag. So, ja, jetzt alle neuen Vertrag, Mann. Nun gehen wir aber mal die neuen Jugendspieler durch. Und zwar wurden uns hier neue Jugendspieler vorgeschlagen. Wird eigentlich zumindest die Mega- und auch die Top-Talente alle nehmen. Und bei den guten Talenten könnte man auch überlegen, aber die anständigen Talente sind eher quatschig, finde ich. Und jetzt steht auch das Spiel gegen Dortmund an. Dortmund ist aktuell Zweiter, haben 58 Punkte, 15 Punkte mehr als wir. Das sind Sphären, in denen wir aktuell lange noch nicht sind. Trotzdessen wollen wir heute natürlich punkten und gehen da rein, um zu gewinnen. Ich habe mir nochmal offscreen geguckt wegen der neuen Formation für die nächste Saison. Und zwar will ich die Flügel wirklich nochmal einsetzen. Eigentlich irgendwo ist das dumm, würde ich sagen, weil wir haben ja ein gutes System, was auch gut funktioniert. Und wir haben nicht genügend Innenverteidiger aktuell, um das zu spielen. Wir können aber noch einen holen. Wir könnten unsere Außen Verteidiger viel, viel besser einsetzen. Also gerade in den Deman würde bleiben können. Dann hätten wir einen Cresene, der da besser spielen könnte. Auf rechts hätten wir Manuba, der da besser eingesetzt werden kann. Agu ist ja recht egal, Junge auch. Aber zumindest Deman könnte man viel besser einsetzen, wenn wir den nicht abgeben will. Weil ich glaube nicht, dass es für den im Moment einen großen Markt geben wird. Dazu kommen wir dann in der neuen Saison. Dann gehen wir so rein. Los geht's. Anpfiff im Bremer Weserstadion. Im Hinspiel gab es ja, meine ich, eine Klatsche für uns. Somit das schlechteste Spiel diese Saison. Deswegen heute alles geben und gucken, dass wir heute besser abschneiden. Aller ist durch und Pavlenka war nicht dran, aber der Ball geht vorbei. Danke auf Dux. Dux kommt den falschen freien Kopf. Dux! Marvin Dux 1:0. 17. Minute. Flanke, Schindler, Kopf bei Dux. Adeyemi. Geht da nicht ran. Pavlenka ist aber wieder da. Sehr stark. Adeyemi nochmal Reus. Ja, Adeyemi. Da muss doch jemand hin. Pavlenka hat ihn wieder. Pavlenka hat ihn wieder. Pavlenka wirklich überragend gerade. Der Son. Boah, Junge, ey. Das war alles aber kein Elfer. Ich bitte dich, Herr Schiedsrichter. 11 Meter gegeben. Wie soll das denn Elfer gewesen sein? Malen muss sogar behandelt werden. Simulant! Und Benzebaini macht es 1:1. Oh Gott, was ein geiler Fußball von Dortmund hier. Adeyemi. Bring nochmal in die Mitte. Pavlenka ist nochmal da. Sehr schön.
Brand. Pavlenka lenkt ihn drüber. Und damit geht's in die Halbzeit. 1:1, der Halbzeitstand. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Füllkrug. Boah, Niklas, Alter, was soll das denn, ey? Brand nochmal mit der Ecke jetzt hier. Götterbeck drüber. Reus. Boah, Junge, ey. Und wir spielen 1:1 am Ende. Ist okay. Wir waren die schlechtere Mannschaft. Insgesamt hätten uns auch durchaus eine Niederlage verdient. Aber am Ende 1:1, den Punkt gegen den Tabellenzweiten nehmen wir gut und gerne mit. Und dann passt das alles für uns. Leute, wir rutschen sogar auf Platz 4, weil Köln... Ich weiß gar nicht, was hat Köln gespielt. Steht das hier? Nö. Aber ist auch egal. Wir haben das bessere Torverhältnis. Und aktuell würden wir Champions League spielen. Felix Agu hat einen neuen Vertrag unterschrieben. 4 Jahre lang. Sehr schön bis 2028. Hat natürlich auch eine ordentliche Gehaltssteigerung bekommen. Aber hat er sich auch verdient. Ist absoluter Schlüsselspieler. Und wir haben offensichtlich schon den Klassenerhalt der Bundesliga erreicht. Sehr stark. Einfach schon nach Spieltag 25 wollen wir uns keine Gedanken mehr machen im Abstieg. Aber die unten sind auch wirklich schlecht, ne? Darmstadt, Heidenheim, Stuttgart. Kriegen ja wirklich nichts gebacken. Amos Pieper hat verlängert und auch die ganzen Jugendspieler haben Jugendverträge unterschrieben. Mann, das Ding ist, ich würde halt gerne mit unserer U23 alles in Grund und Boden schießen in der nächsten Saison in der Regionalliga, ne? Und da bräuchten wir halt auch wirklich gute Spieler. Callum Cesai wechselt zu uns. Ja, soll unsere U23 dann verstärken und gar nicht mal für unsere Profis in Frage kommen, soll halt wirklich nur dann in der Regionalliga für unsere U23 zum Einsatz kommen. Gut, jetzt gegen Union Berlin. Wollen wir mal gucken, was da möglich ist. Eigentlich müssen wir gegen Union auch gewinnen. Und wir gewinnen mit 1:0. Justin Ginwa ist der Siegtorschütze. In der 43. Minute kurz vor der Halbzeit macht das Tor. Weil wenn die anderen Vereine ihre Spieler aussortieren, das ist ja unsere Chance, die mitzunehmen. Weil die Spieler können sich ja trotzdem alle noch heftig entwickeln. Oh, sieh mal einer an. Jetzt haben wir hier Vorschläge für Partnervereine. Atlas Delmenhorst, Saarbrücken, Wiesbaden oder Duisburg? Duisburg oder Wiesbaden, würde ich sagen. Ich würde auch eigentlich eher mit Wiesbaden gehen, weil auch eine SVWW so, ne, passt eigentlich auch vom Namen her und so. Aber Wiesbaden ist letzter. Die haben wackelige Finanzen und haben schlechtere Jugend- und Trainingseinrichtungen als Duisburg. Und Duisburg ist gerade auf dem 2. Platz und steigen aller Voraussicht nach auf. Dementsprechend würde ich echt mit Duisburg gehen. Jetzt gegen Wolfsburg zu Hause müssen wir auch gewinnen. Wir gehen kontrolliert rein, würde ich sagen. Und dann auf geht's. Und wir gewinnen mit 2:0 gegen Wolfsburg. Justin Ginma und David Kownacki machen die Tore. Sehr schön, sehr, sehr wichtig. Romano Schmid hat ebenfalls seinen Vertrag verlängert. Sehr schön. Laurin Schönwald wechselt auch noch zu uns. Da haben wir Union Berlin, junges Talent, abgeluchst. Nun gegen Frankfurt, wir simulieren es wieder. Wir spielen am Ende 2:2. Marvin Duksch macht ein Tor. Und wer macht das zweite Tor? Ein Eigentor wahrscheinlich. Omar Mamouche, okay. Wir führen sogar 2:0 und passieren am Ende noch 2:2. Das ist schade. Aber sind immer noch auf einem Champions League Platz als nächstes gegen Leverkusen. So, nun abschließend gegen Leverkusen. Diese Elf soll's richten. Wir gehen rein. Hürz. Boah, ein paar Blenker hat die noch. Grimaldo. Und Schick ist da. 1:0 für Leverkusen. Könnte möglicherweise Abseits gewesen sein. Ist es Abseits oder kein Abseits? Aberkannt. Okay, 0:0 wieder. Danke in die Mitte, Schick und Pavlenka hat ihn wieder. Und wieder in die Mitte, Grimaldo und Pavlenka hat ihn wieder. Leverkusen hier klar die spielbestimmende Mannschaft. Agu und drüber. Schade, aber jetzt sind wir da. Zur Halbzeit steht es hier 0:0. Geht da nochmal Jung. Anthony Jung. Buksch, boah. Und Pong in die Mitte, Agu. Richtig da gewesen, aber zu Grimaldo. Der bringt nochmal eins zu Wirtz und dann, oh, Junge, Alter. Bin Markovnatski. Der legt den Ball am Tor vorbei. Der Ball muss doch drin sein. Oho, und Radetzky muss runter. Aber nochmal eine Ecke jetzt. Die Ecke. Ja, katastrophal ist Jimma Usun. Oho, und Radetzky ist da. Und das Spiel endet mit 0:0. Kölner zeitgleich 4:0 verloren. Das heißt, wir haben immer noch unseren Champions League Platz mit 52 Punkten aus 29 Spielen. Und das lässt sich absolut sehen. Und ich würde sagen, das reicht somit auch für heute. Und deswegen lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao. We'll be right back.